Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Uran. Sind wir nun dabei, dem Champion gegenüber zu stehen. Müssen Sie den finalen Kampf ein. Rival und danach noch Kampf. Nein, ich habe keine Top 4 gesehen. Also nicht, wenn das Ziel von Wasser kommt. Wer weiß, dann ist es so. Ich habe auch erlaubt, mich jetzt zu sehen. Ja. Die Zeit. Was war das jetzt? Verstehe. Dann werde ich jetzt erstmal versuchen, das.
Derzeit halbiert sie immer den KP-Wert.
es jetzt nochmal sagen kann, ist hier, also jetzt von dem, was jetzt gleich im Kampf passiert, habe ich schon mal gehört. Ich habe nämlich gehört, dass es da einen Softjob gibt. Dass wenn man hier gleich gefragt wird, wenn man speichern soll. Und wenn man dann halt speichert, ist man quasi gefangen, wenn man dann nicht gegen sie gewinnen kann. Leider voll. Und ist das gebucht, man eine Attacke kann, indem das legendäre Pokémon mit einem Angriff besiegen kann. Und das habe ich aber auch schon von Jahren angehört, dass ich da noch nicht entschieden habe. Das heißt, ich wusste, dass ich immer Pokémon ran spiele. Ist mir so lange im Gedächtnis geblieben. Das ist halt schon ganz schön gefährlich, wenn man in der Nähe zu sein schon so töten kann. Dachte ich mir schon, dass es dann Gamma heißt. Sehr gewaltig. Sieht cool aus, wenn es so groß ist. Jetzt sagen, das kann ein Hitzekoller und würde es dann langsam mit einem Schlag besiegen. Natürlich ist ein bisschen noch heim.
ich weiß nicht, ob das jetzt noch mal spielen wird. Sicherheit. Das reduziert die halt wie sehr viel, schwächt sehr effektive Feuerangriffe. Sollte es jetzt so Koller abbekommen, könnte es eventuell noch überleben. Flammenwurf ersetzen. Und das ist natürlich sehr stark. Spezieller Angreifer, sehr stark. Das hat minus in der Klasse, also wäre das hier. Highlighter müssen.
Dadurch hätten wir nämlich Hitzeschutz. Stern ist das, glaube ich, das Stärkste, was wir haben. Sollte der Schaden etwas reduziert werden und es hat jetzt auch stark reduziert. Der Kampf also. Jetzt bin ich auch alle auf meine Top-Dimension auszuführen. Halt den wiederkehrenden Schaden von Nebelsamen rausbringen. Schon schön überleben.
ist eine Überraschung. Eigentlich sieht man ja das Gesicht schon. Ziel ist unsere Mutter. Ja, da hatte ich auch mal überlegt, weil wir mal in dem einen Labor auch dann Berichte gefunden hatten, wo wir eingesperrt waren. Dies XXX. Das hat dann dazu gepasst, dass dann das Kernkraftwerk dann auch dann sich als Labor ausgestellt hatte, wo wir dann zuerst waren. Deshalb hat sie ja so vorher nichts gemacht. Ist nicht einfach. Das ist keine Bedrohung mehr.
Stier. Schon einsperren lassen. Thank you.
son locos con el pan. Sagen, was du auch in so schöne Spiele, weil auch das erste Pokémon-Fangames, das ich gespielt habe, von dem Level her, musste ich gegen Ende was Level, aber ansonsten müsste ich das alles auf Level, dass man halt immer noch eine Chance hatte, wenn man was unterlevelt war, konnte ich immer noch gewinnen. Und hier die, am Ende die Zeichnungen sind auch ganz schön. Machen. Hoffentlich kann ich auch bestimmt das eine oder andere noch davon lernen, wenn ich dann irgendwann nur mein eigenes Spiel fertig bekomme. Die Ideen mit den Klar-Pokémon war auch ganz gut. Das ist ein bisschen wie Krypto-Pokémon, aber auch was Eigenes. Geschichte war dann doch gut gemacht. So, ein Stofftier scheint das Buch vom Feuerstarter zu sein. Zeichnungen, die noch ganz schön sind. Muss man so sagen, fehlt die Entwicklung des Regalen, dass es halt mehrere auch Nebenmissionen gab. Zu sehen war schön. So, weil ich jetzt gesehen habe, gibt es halt auch noch Sachen, die jetzt noch nicht geklärt haben. Ja, zum Beispiel, wie wollte es dann noch einen Kampf gegen Piraten ergeben? Weil es weiß, was jetzt noch nicht gemacht. So was. Auch das noch mit dem Traum, ist das Mädchen noch im Traum. Das ist jetzt alles mehr gemacht worden, aber sonst ist jetzt auch in sich abgeschlossen.
Erfolg dann auch bei weiteren Spielen. Ich werde das vermutlich nicht hören, weil es ist ja hier nur auf meinem Let's Play sage, aber es war ein richtig gutes Spiel und ich wünsche euch noch für die Zukunft alles Gute. Dann werde ich danach noch ein Part aufnehmen und das war's dann auch. Ist ja auch fertig dann. Wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Danach mit irgendwas anderem. Mal schauen, was dann. Bis dann. Tschüss.